Hallo Leute, willkommen bei Blender Coffee. Mein Name ist Bernie und heute mal eine kleine Message für euch. Und zwar sitze ich zu nah am Mikro. Habe ich aktuell leider relativ viele Probleme mit Adobe Premiere Pro. Keine Ahnung, ob es an meinem Setup liegt oder irgendwo an den Einstellungen. Vermutlich eher an den Einstellungen, weil das Setup wäre nicht gerade schwach. Zum anderen habe ich auch gemerkt, dass gerade im Punkte der C-Sharp-Tutorials es ziemlich schwierig ist, hier wirklich jemanden im Rahmen von Tutorials quasi das Programmieren beizubringen. Denn das ist eigentlich was, wo man trotzdem sehr, sehr, sehr viel Zeit selbst investieren muss, auch in Selbstrecherche. Und ich hier meinen Fokus dann doch stärker auf Blender legen möchte und auf eher speziellere Themen von C-Sharp. Und deshalb wird sich dann da einiges ändern. Und zwar bis 19. Habe ich jetzt noch vorproduziert, also das sind die Videos fertig bis 19. November. Danach werden pro Woche nur noch ein oder zwei Videos kommen. Es kommt darauf an, wie gut das mit dem Schneiden geht und wie gut es mit der Zeit geht. Denn ich habe auch noch andere Sachen, die ich nebenbei machen muss. Ich bin ja kein hauptberuflicher YouTuber. Und von daher muss ich mir da auch ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe aber ohnehin in den Analytics eigentlich schon gesehen, dass viele die Videos erst im Nachhinein gucken können. Es sind auch vielleicht zwei Tage, gerade für so Tutorials im Blender, als Abstand immer ein bisschen wenig, also dass man da auch mitkommt immer. Und von daher wird da einmal, vielleicht auch zweimal pro Woche ein Video kommen. Wöchentlich möchte ich auf jeden Fall trotzdem das Tempo halten. Denn ich denke, das wäre eigentlich ein gutes Tempo, dass da jeder selbst auch ein bisschen nachkommen kann, ein bisschen selber experimentieren kann mit Blender. In puncto C-Sharp werde ich eben die Grundlagen-Tutorial-Serie jetzt einstellen. Einfach weil ich da zugegeben sagen muss, ich kann nicht jemanden von Grund auf im Rahmen von so 20, 30 Minuten Tutorials das Programmieren beibringen. Ich weiß selbst, wie viel Zeit mich das gekostet hat, zum einen auf Uni, also wie viel Zeit ich da investiert habe, wie viel Zeit ich aber auch damals noch in der Freizeit investieren musste, um Programmieren effizient zu lernen. Da wird es dann eher so speziellere Sachen geben und ich werde mal immer auf so einzelne wichtige Features eingehen. Im Punkto C-Sharp natürlich auf WPF und sehr viele grundwichtige Funktionen und Patterns, das heißt MVVM, worauf muss man achten, Binding, solche Geschichten, um ein paar zu nennen. Im Blender werden wir einfach die Hard Surface Modeling Reihe jetzt durchziehen. Und auch natürlich auch fertig machen, denn wir wollen ja das Projekt nicht so halbfertig liegen lassen. An sich wären wir dann beim nächsten Thema, da müsste ich jetzt mal gucken. Auf der Facebook-Page wurde ja schon fleißig abgestimmt. Und können wir jetzt auch reinschauen. Ich gucke jetzt mal nach, wie es aussieht. Es wurden dann abgestimmt. Es gibt 19 Stimmen und zwar bis jetzt sieht es so aus. 10 Leute wollen als nächstes Thema High-Low-Poly-Baking sehen und 9 Leute Rigging und Bone Constraints. Das heißt, es wird vermutlich auf High-Poly, Low-Poly rauslaufen. Die Abstimmung läuft noch 21 Tage. Ich verlinke euch unten einfach die Abstimmung und auch die Seite vom Kanal. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch viel Spaß bei den folgenden Tutorials. Wie gesagt, nach dem 19. kommen sie dann wöchentlich. Falls ihr da irgendwelche Präferenzen habt bezüglich den Wochentagen, was ich da am liebsten wäre, könnt ihr es gerne mal reinschreiben. Ich hätte sonst angepeilt, das immer freitags hochzuladen, denn dann hat man am Wochenende schön Zeit, das Tutorial einfach mal zu verfolgen, sich ein paar Mal anzusehen und die Sachen auch nachzubauen. Bei C-Sharp kann es sein, dass ich einfach einen anderen Tag auswähle, dass das vielleicht beispielsweise ein Dienstag oder Mittwoch kommt, um dann nicht einfach immer zwei Videos zeitgleich hochzuladen, sondern da einfach schön die Abstände zu lassen, falls ich habe doch ein paar Klicks auch auf den C-Sharp-Videos. Also gibt es auch offenbar schon Interessenten dafür und die sollen das natürlich dann abseits von Blender machen können, falls jemand beides verfolgt. Grundlegend, falls ihr dann noch Anregungen oder so habt,
Wie gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt es mir auf meiner Facebook-Page. Und wir sehen uns dann oder hören uns im nächsten Tutorial. Tschüss.